Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing habe ich für dich. Ich kann nicht mehr richtig reden. Und zwar geht es um die Love Surprise Box, die man bei Rossmann kaufen kann. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die bei Rossmann bestellt und ich habe 25 Euro dafür bezahlt. Heute ist der 24.01. Es ist 19.44 Uhr und 18 Sekunden und sie ist aktuell noch verfügbar, ist reduziert für 24,49 und hat ursprünglich 34,99 Euro gekostet. Genau, das zeige ich hier einfach nochmal in die Kamera, damit man es halt wirklich nochmal sieht. Und da ist sie halt noch verfügbar. Ich weiß nicht, wie lange noch. Ich habe das auch auf Instagram gepostet. Ich kann nicht reden, Sammy. Was ist denn los? Tut mir leid, es fängt schon super an heute. Falls ihr mir noch nicht folgt, macht das sehr gerne. Ich heiße AIDUAGP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau, ich mache die Box mal auf. Ich habe hier schon öfters diese Surprise-Boxen von Rossmann aufgemacht. Das sind immer diese One-Brand-Boxen, da hast du eine Marke halt drin. Ich hatte mal eine Physicians Formula Box oder sogar zwei. Catrice habe ich schon mal aufgemacht, Essence habe ich schon mal aufgemacht, Wet n Wild gibt es auch und jetzt habe ich hier eine von Love. Und Love ist eine Marke, die ist sehr, sehr hochwertig, hochpreisig und ist ja eigentlich nicht mehr in den Drogerien zu finden. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass die jetzt bei Rossmann vertreten ist, weil wie gesagt, eigentlich ist sie ja gar nicht mehr dort. Man bekommt die Produkte leider nur noch online. Ihr habt mir so oft geschrieben, Claudi, pack die aus, pack die aus. Ich habe eigentlich sehr, sehr viel von Love da, deswegen glaube ich auch, dass ich einen Großteil der Produkte in meinem Repertoire schon habe, auch weil ich den Adventskalender ausgepackt habe. Aber mit euch zusammen gucke ich jetzt einfach mal rein und dann schauen wir, ob sich das lohnt. Es kann sein, dass sich der Inhalt der Loveboxen tatsächlich unterscheidet, ne? Also dass man eine andere Farbe drin hat oder vielleicht das ein oder andere Produkt dann mal ein bisschen anders ist. Genau, ich mag die Produkte richtig gerne. Ich liebe das Aura Glow Powder, ich liebe den Aura Glow Primer, ich mag die Lidschattenpaletten richtig gerne. Ich habe da auch schon Fullface zugeschminkt, also Leute, die Marke und ich, wir sind wirklich so, ich mag die gerne und bekommt man sonst übrigens auch gerne bei Purish. Falls ihr möchtet, könnt ihr das dort gerne bestellen. Ich verlinke euch die Produkte, sofern ich sie finde, auch unten in der Infobox, die hier in der Box drin sind. Also, falls ihr keinen Bock auf das Video habt, sondern nur wissen wollt, was drin ist, unten in der Infobox könnt ihr vorbeischauen. Schaut so aus. Ich sehe schon eine Foundation und hoffe, dass die Farbe passt, aber ich glaube, sie ist sehr dunkel. Wir gucken mal zusammen rein. Also, wir haben dieses recycelte Krüppelpapier, was ich gut finde, was ich auch gerne weiterverwende. Und ich greife jetzt auch als allererstes die Foundation. Und sie ist viel zu dunkel. Es ist die Farbe 030 Rosy Touch. Ui. Also, das ist eine Foundation, die wird weiter wandern. Ich mache ja auch Tauschpakete, Trashpakete, was auch immer, Verlosungen und so weiter und so fort. Und da wird die mit reinkommen. Also, ich glaube, die ist jetzt nochmal extra verpackt, weil das, weiß ich nicht, ne? Sieht so aus, als wäre das nochmal extra verpackt. Luxuriöse Pflege und sinnliches Erlebnis zugleich. Ein seidig glattes Hautgefühl vereint mit einem perfekt mattierten Finish. Das wäre auch nicht meine Welt tatsächlich. Für einen ebenmäßigen und makellosen Teint mit Hyaluronic Filling Spheres. Mhm. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Das ist alles ganz nice. Wäre das meine Farbe, würde ich sie jetzt auch gerne mit euch tatsächlich einfach mal so an meinem Handrücken oder so ausprobieren. Die ist ölfrei, Lichtschutzfaktor 20, Velvet Matte Endless Comfort, non-comedogenic, also quasi nicht pickelverursachend, aber es ist halt die Farbe 030 Rosy Touch. Ne? Das ist einfach zu dunkel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja niemals meine Farbe. Das heißt, die wird weiter wandern. Ja, mache ich. Gut, dann gucken wir jetzt mal weiter. Okay, das ist ein Produkt, das habe ich letztens selber aufgebraucht und ich denke, dass ich das auch behalten werde, weil ich dieses Puder sehr, sehr gerne mag. Das ist von Love, das Perfectitude Shine Control Loose Powder. Hier sind 3,5 Gramm drin enthalten. Ich glaube, bei meinem letzten Aufgebraucht-Video oder vorletzten, also im Dezember, habt ihr das auf jeden Fall gesehen oder im Januar? Ihr habt es auf jeden Fall letztens in meinem Aufgebraucht-Video gesehen, Leute. Nee, nicht im Januar. Das Januar aufgebraucht steht noch neben mir. Das habe ich noch gar nicht gedreht. Das im Dezember. Genau, das müsstet ihr gesehen haben. Oder ist das im Januar online gekommen? Ich bin verwirrt von mir selbst und es tut mir vollkommen leid, falls dieses Video ein bisschen wuselig wird. Aber irgendwie bin ich heute nicht ganz da. Es ist Sonntagabend, 19.48 Uhr mittlerweile. Und ich bin irgendwie ein bisschen paddelig.
Es ist ein geiles Puder. Habe ich verwendet, um meinen Concealer zu setten. Das, was mich hier halt wirklich... Also es gibt es in klein, es gibt es in groß. Das ist die kleine Variante. Du hast hier oben so ein Puffelding drin. Leute, das braucht kein Mensch. Ne? Das werde ich auch nicht verwenden. Hier ist auch eine Folie. Ich dachte, die wäre draufgeklebt. Nee, die ist nur draufgelegt. Okay, ich lasse die auch drin. Ich werde dieses Ding nämlich auch immer zulassen. Weil ich habe das auch bei meinem Puder so gemacht, dass ich mir das einfach hier unten aufgedreht habe. Und dann einfach mit meinem Pinsel oder mit meinem Schwämmchen reingegangen bin, um das zu verwenden. Das ist super fein gemahlen. Das ist tatsächlich auch mit so einem rosy Touch. Ne? Das ist ganz angenehm. Und mir gefällt das auch. Und deswegen freue ich mich, dass es drin ist. Ich hoffe, dass es nicht das einzige Produkt ist, was ich behalten werde, weil dafür 25 Euro auszugeben, ja, wäre ganz schön dämlich. Aber gut. Zack. Hier habe ich jetzt ein Produkt, was ich auch schon öfters mal in der Hand hatte und ich nie geil fand. Love the Galaxy Eyeshadow and Liner Glitter in Foil Effect Long Lasting. Ja, ne, das hatten wir in Beautyboxen drin. Das hatte ich in den Adventskalendern von 2019 und 2020 drin. Das hatte ich ständig in meinen Händen gehalten. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, es auszuprobieren, fand ich das blöd. Ist nicht meine Welt, bin ich ehrlich. Das ist so ein Pöttchen, was hier drin ist. Das ist süß, es ist hübsch, es ist wunderschön. Leute stehen drauf, ich nicht. Ja, so ein Milchglas, ne? Und dann hast du halt hier das Produkt drin. Das kann ich jetzt einmal aufdrehen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch ein paar mehr Farben von drin habe. Ja, ne? Das ist nicht meine Welt. Das ist so eine Art Creme-Lidschatten und mag ich nicht. Komme ich nicht mit klar. Die haben auch noch diese Magnetic-Variante davon. Ich hoffe, dass die ist safe hier auch mit drin. Hier habe ich die Farbe 550 Platinum Radiance. Ist wie gesagt nicht meine Welt. Zack. So, next one. Hier habe ich etwas drin. Perfectitude Black Lip Scrub. Das finde ich cool. Das ist ein Lippenpeeling mit Aktivkohle, also mit Charcoal. Und damit kann man seine Lippen peelen, wenn man zum Beispiel, so wie ich jetzt heute den ganzen Tag, Lippenstift getragen hat, der matt ist oder allgemein irgendeinen Lippenstift, ne? Das mögen die Lippen dann auf Dauer nicht ganz so gerne, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Und dann macht es Sinn, die Lippen zu peelen, die abgestorbenen Hautschüppchen abzutragen. Das mache ich in meinem Gesicht sowieso zweimal pro Woche und das mache ich auch in meinem Körper zweimal pro Woche. Und für meine Lippen habe ich auch immer noch ein separates Lippenpeeling. Ich habe einige im Backup, aber das ist dann jetzt mal noch ein Backup. Die Nummer 300 Unconventional ist hier die Farbbezeichnung. Braucht man eine Farbbezeichnung bei dem Lippenpeeling? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal. Ich glaube, das habe ich sogar weitergegeben. Ja, und das ist halt ähnlich wie das von Mana Kadar. Das kannst du so hochdrehen. Das sieht auch aus wie ein Lippenstift. Das kann man sich sehr komfortabel auf die Lippe dann auftragen. Dann kannst du die Lippen einfach so aufeinander bappen und dadurch dann die Lippen peelen. Finde ich eigentlich wirklich nice. Und deswegen werde ich es auch behalten. Das ist gut. Dann habe ich hier noch einen Stift drin. Mhm, den hatte ich auch schon öfters mal. Das ist der Browtitude Eyebrow Designer Draw and Shape in der Farbe 230 Chocolate. Ja, dass ich keine Brünette... Haarfarbe habe, sollte man sehen. ich habe eher so Medium Brown oder Ash Brown oder Blond halt. Ne? Das ist halt mehr so meine Augenbrauenfarbe. Ja, aber definitiv keine Schokolade. Also das ergibt keinen Sinn bei mir. Deswegen ist es halt immer schwierig mit diesen Surprise-Boxen. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Ich denke auch, dass die ein oder andere dann halt eine Foundation drin hat, die ihr zu hell ist, die mir aber super passen würde. Ne? Das schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr diese Box auch bekommen habt, beziehungsweise euch gekauft habt, was ihr so drin hattet. Dann komme ich zum nächsten Produkt und zwar ist das The Shadow Liner 2-in-1 Liquid Liner and Eyeshadow. Das ist die Farbe Dazzling Burgundy. Ist das so ein Creme-Lidschatten? Ich mag nicht gerne Creme-Lidschatten, ich bin ehrlich. Macht es Sinn, sich so eine Box zu kaufen, wenn man nicht so... Ja, ich bin eigentlich schon experimentierfreudig, Leute. Aber es gibt das ein oder andere, was ich echt nicht mag. Wobei, das ist schon wieder geil. Nee, das ist cool. Das ist ein 2-in-1 Liquid Liner and Eyeshadow. Und ich meine, dass ich die Farbe noch nicht habe. Ich hatte auch so eine ähnliche Geschichte in meinem Adventskalender. Und dann gucke ich mal eben in meine Sammlung. Ja. Genau, da habe ich nämlich aus dem Adventskalender...
diese Farbe, steht dann eine Farbbezeichnung drauf, 120 Mauve Sparkle. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich mag auch gerne mal so ein bisschen farbigen Eyeliner. Das habe ich heute zum Beispiel auch auf meinem Auge drauf, ne? Also das sieht man aber gar nicht so. Das ist eigentlich so ein Blau-Türkis, der hätte jetzt super zu meinem Schmuck gepasst, den ich im Adventskalender übrigens hatte von meinem Freund. Ja, den werde ich jetzt aber mal swatchen. Weil das finde ich eigentlich immer ganz cool. Der hat so eine, ja, was ist das? Eine Filzstiftspitze. Die mag ich als Eyeliner eigentlich nicht so gerne, weil ich damit nicht so gut klarkomme. Aber ich ziehe euch mal zwei Linien hier. Und da sieht das eigentlich ganz nice aus. Also das würde auch zu einem sehr nudigen Look sehr gut passen. Wenn du halt nicht so einen extrem harten Eyeliner haben möchtest, dann macht sich das einfach mal ganz gut. Ne? Dann hast du eine Wimpernkranzverdichtung, aber es ist nicht zu hart. Ob du dir damit einen Wing ziehen möchtest oder nicht, ist dir ja vollkommen selbst überlassen. Ich finde es eigentlich ganz nice und ich glaube, dass das ein Produkt ist, wie auch ein paar andere hier, die so gar nicht mehr im Love-Online-Shop zu finden sind oder bei Purish oder so. Aber ja, dass das quasi ausgelistete Produkte sind. Aber das hast du bei diesen Surprise-Boxen wirklich leider öfter. Hier habe ich ein Produkt, das habe ich schon. Das ist das Perfectitude Under Eye Treatment Depuffing and Cooling. Das ist dieses hier. Kann man super als Concealer-Ersatz verwenden. Das habe ich auch schon mal von Purish zugeschickt bekommen. Sammy liegt gerade neben mir. Ich guck mal, ob ich an meine Concealer dran komme. Ja, meine Schminksammlung kommt demnächst noch. Dann könnt ihr sehen, was ich so alles um mich drum herum habe. Das ist jetzt meins und das kann ich auch einfach mal swatchen. Dann seht ihr das nämlich, weil das macht ja durchaus Sinn, ne? Wenn ich die Produkte schon da habe, dass ich euch die dann auch in Anwendung zeige. Das hat hier wirklich so ein... Das ist für den Sommer einfach geil. Du hast da oben so ein Metallvieh. Und wenn du dann morgens aufwachst, das habe ich im Sommer halt öfters, ne? Dann ist so richtig, boah, du hast die ganze Nacht durchgeschwitzt und alles ist so bläh. Und dann möchtest du am liebsten dir einfach Eiswürfel auf die Augen packen, was nicht unbedingt gut ist, weil man dann nicht mehr so gut gucken kann. Dann nehme ich mir lieber dieses Ding, pack das in den Kühlschrank, dann ist dieses Metallvieh hier echt schön kühl. Und damit kann man sich dann hier seine Augenringe behandeln. Und gleichzeitig hat das noch einen leicht concealenden Effekt. Das ist nämlich so leicht rosa Farben, ne? Das gleicht dann so ein bisschen dieses grüne, bläuliche aus, was auf der Haut ist. Und das ist ganz nice. Ist auch so ein kleines Dupe zu dem Becker Under Eye Corrector, nur halt in viel, viel flüssiger und viel, viel leichter, ne? Genau, hier habe ich das jetzt einfach mal eingeblendet. Sehr, sehr leicht. Ne? Also als Concealer ist es dann auch sehr, sehr leicht. Aber wenn man halt so einen Natural Look haben möchte, ist es ganz cool. Und deswegen finde ich das auch ganz schön, dass es mit in der Box ist, weil das halt echt ein brauchbares Produkt ist. So. Ja, selbstverständlich haben wir hier ganz viele Lippies drin. Die lege ich mal kurz zur Seite. Kann ich euch dann ja gleich gesammelt einfach mal zeigen. Hier habe ich eine, das finde ich schön, die Best Dressed 24 Hours Longwear Curl and Volume Mascara. Das finde ich echt nice, muss ich sagen. Ich bin ein Mascara-Freak. Ich weiß gar nicht, wie viele Mascaren ich hier habe. Doch, weiß ich eigentlich schon, aber ich traue mich nicht, das zu sagen. Müssten so um die 80 sein. Ja, ich schäme mich, es tut mir leid. es tut mir eigentlich gar nicht leid, weil ich kaufe die Produkte, ich teste sie, ich reviewe sie und es ist meine Sammlung. Und natürlich können die mit der Zeit kippen, aber wenn man halt wirklich eine Mascara nur einmal verwendet, ist es jetzt nicht so, dass sie dir dann in 6 Monaten kippen wird. Ne, solange du sie halt wirklich verschlossen in der Schublade drin hast und jetzt nicht 5-mal irgendwie ständig aufmachst und reinguckst und so. Aber wenn du die im täglichen Gebrauch hast, dann ist es halt, dass sie nach 6 Monaten dieses Aufbrauchviech hat. Genau. Und das funktioniert bei mir halt super schnell. Also von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Klar, das ein oder andere Produkt kippt auch mal, aber ich muss mich ja auch überhaupt gerade nicht rechtfertigen. Ne? auf jeden Fall ist es eine Mascara, die meiner Meinung nach auch nicht mehr im Sortiment drin ist, was ich jetzt aber gerade nicht schlimm finde, weil Mascaren liebe ich. Ich verwende Mascaren echt viel und deswegen gucken wir uns die einfach mal zusammen an. Ich werde die dann auch demnächst mal in einem Schminki integrieren. Das finde ich immer ganz praktisch. Also hätte man jetzt theoretisch die Foundation-Farbe auch als Match gehabt, hätte man fast schon ein Full-Face damit schminken können mit dieser Box, ne? Das ist ganz cool. Du hast was für die Augen, für die Augenbrauen. Also wenn man vom Teint her doch deutlich dunkler ist, als ich es bin, dann hätte man damit ein Full-Face hingekriegt. Das ist eigentlich immer ganz nett, finde ich. Okay, wir haben hier ein gebogenes Kunsthaarbürstchen. Was so ausschaut. Und das ist wirklich sehr stark gebogen, ne? Das ist sehr interessant. Übrigens als kleiner Hack oder Tipp, wenn du dir so ein Bürstchen als Anwendungsbürstchen nimmst, wenn du es verwendest, dann setz es nicht so auf, wenn du deine oberen Wimpern tuscht, sondern dreh es um.
mach es so rum. Das war ein Reim. Und dann kommst du einfach viel besser und kannst damit viel besser in die Länge ziehen, als wenn du es so rum hast. Weil wenn du es so rum hast, dass quasi der Bauch nach unten zeigt, dann tuschst du gefühlt nur die mittlersten Wimpern. Wenn du es aber so rumdrehst, kannst du das auch so richtig mitdrehen und damit greifst du richtig schön deine Wimpern und kriegst damit auch viel, viel schönere Ergebnisse hin, als wenn du es andersrum hast. Das nur so als kleiner Tipp. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war. Okay, alles gut. Ja, doch, nice. Haben wir eine Mascara mit drin. So, sind wir schon bei den Lippenprodukten? Ich glaube schon. Ah, schön wäre natürlich gewesen, wenn man hier irgendwie eine kleine Lidschattenpalette oder sowas drin gehabt hätte. Aber wir haben hier ein Lidschattenprodukt drin gehabt. Und wir haben auch einen Eyeliner mit drin gehabt. Das heißt, man kann sich da komplett mit schminken. Das definitiv. Ja, okay. So, jetzt haben wir noch drei Lippenprodukte und die gucken wir uns mal an. Zuallererst ist das hier der Love Matte Devotion Non-Transfer Liquid Lipstick in der Farbe 760 Intrinsic Serenity. Oh Gott, wer denkt sich diese Namen aus? Also das ist schon eine sehr gefällige und sehr, sehr schöne Farbe. Das ist so ein Rosenholz-Mauve-helles Tönchen, was dementsprechend könnte, was ich auf meinen Lippen trage. Ich mag nur keine Liquid Lipsticks. Deswegen bin ich froh, dass hier nur einer drin ist. Der wird safe nicht bleiben, weil ich sowas einfach nicht verwende. Ne? Das mag ich nicht so gerne. Und dann haben wir hier noch zwei normale Lippenstifte drin. Ich glaube. 542. Geil. Wir haben ja einfach zweimal die gleiche Farbe drin. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Da hätte ich jetzt gedacht, dass man da wenigstens zwei unterschiedliche Farben hat. Ne? Oh. Logisch, einer wird dann auf jeden Fall weiter wandern. Den anderen mache ich jetzt mal auf und den gucken wir uns mal zusammen an. Ja, auch Lippenprodukte habe ich sehr viele, ich weiß, aber auch die pflegen, hegen, liebhaben und regelmäßig ausmisten. Okay, also ich mag die Love Lippenstifte richtig gerne, weil die halt auch sehr farbintensiv sind, weil die qualitativ hochwertig sind und weil die so richtig magnetisch auch so schließen, ne? Ich mag das gerne. Das ist jetzt eine super krasse Statement-Farbe, wenn man das mal so sagen darf, weil das halt so ein richtiges Braunrot ist. Richtig dunkel, sehr farbintensiv, sehr Statement. Riecht so nach nichts. Und hier sehen wir auch, dass es so ein krasses Weinrot ist jetzt so auf der blassen Haut. Wenn ich es auf die Lippen gebe, wird es natürlich noch ein Tick dunkler. Ich mag sowas gerne. Sieht man auch, ne? Ab und an trage ich das auch tatsächlich mal. Ich kann den jetzt auch mal auftragen, einfach oben drüber, ne? Ich habe auch schon zwei aus dieser Reihe. Und diese Namen, die kommen immer von den Mitarbeitern von Love tatsächlich. Der fühlt sich schön an, der sieht gut aus und den mag ich auch. Ne? Also das ist sehr, sehr dunkel, da muss man halt gucken, ob einem das so gefällt. Genau, und das hat jetzt die Cindy dann quasi entwickelt, die Farbe. Und das ist schon schön, so ein dunkler Bärenton, mag ich gerne leiden. Und ihr Lieben, das war jetzt auch die Love Box. Mein Fazit zu der Box ist, dass sie sich definitiv lohnt, wenn man noch nicht so viele Produkte von Love hat, weil du hast halt in diesen Boxen hauptsächlich Produkte drin, die du schon mal irgendwo in einem Adventskalender hattest oder die man, die einem schon mal auf jeden Fall irgendwie über die Füße gelaufen sind, über den Weg, nicht über die Füße, auf die Füße gefallen und über den Weg gelaufen. Und für mich persönlich sind da ein paar Produkte bei, die mir gut gefallen und die ich auch behalten werde. Teilweise einfach andere Farben von denen, die ich ja schon mal hatte oder die ich schon in meinem Sortiment habe. Aber ja, das mit der Foundation, ne, da muss man halt mit rechnen, dass da gegebenenfalls was mit dabei ist, was einem farblich nun mal nicht passt. Aber ich finde es mutig von Love, dass die hier eine Foundation und auch ein Augenbrauenprodukt reinpacken. Denn es sind Produkte, die halt auch vielleicht jemanden treffen, der halt auch wirklich genau diese Farbe hat und der freut sich echt einen Keks, ne? Ihr Lieben, wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls ihr auch diese Box euch geholt habt und was ihr drin hattet, ob ihr auch diese Farben drin hattet oder ob ihr andere drin hattet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!